Guten Tag, mein Name ist Markus Hadler. Ich bin Professor für empirische Sozialforschung am Institut für Soziologie an der Universität Graz. Mein Name ist Elisabeth Lex. Ich bin assoziierte Professorin am Institut für interaktive Systeme und Data Science an der TU Graz. Und heute befassen wir uns mit dem Thema Computational Social Sciences in der angewandten Praxis. Wir berichten heute über ein Projekt, das wir gemeinsam durchführen. Das Projekt heißt Polarization in Public Opinion, Combining Social Service and Big Data Analysis of Twitter. Das wurde gefördert im Rahmen der Route 63 Kooperation der Universität Graz und der TU Graz. Und am Institut für Soziologie ist Beate Klösch eine unserer Projektmitarbeiterinnen. Am Institut für interaktive Systeme und Data Science ist Markus Reiter-Haas, der zuständige Projektmitarbeiter. Wenn Sie noch mehrere Informationen über das Projekt erhalten wollen, dann haben wir hier den URL zur Projektwebseite eingeblendet. Nun wollen wir über Methoden sprechen, die in dem Projekt zur Anwendung kommen. Von der informatischen Perspektive handelt es sich hier um automatische Textanalyseverfahren. Das Ziel von dieser Art von Verfahren ist es, natürlich sprachliche Texte mit informatischen Methoden zu untersuchen. Das heißt auch Natural Language Processing. Das Ziel ist, dass man relevante Informationen aus Texten extrahiert, wie zum Beispiel die Themen des Texts, Keywörter, benannte Entitäten wie Personen oder Orte, dass man Texte durchsuchbar macht, dass man ähnliche Texte findet oder auch, dass man gesellschaftliche Phänomene anhand von Texten untersucht, wie zum Beispiel in unserem Projekt die Polarisierung in Social Media. Ein wesentliches Verfahren, das in unserem Projekt zur Anwendung kommt, ist die sogenannte Sentiment-Analyse. Und hier geht es darum, dass man automatisch subjektive Zustände aus Texten berechnet. Das sind zum Beispiel Emotionen, Einstellungen, Meinungen oder Stimmungen. Zur Sentiment-Analyse kann man verschiedene Ansätze unterscheiden. Einerseits kann man die Polarität von Texten messen, das heißt, ist ein Text positiv, negativ oder neutral. Man kann Emotionen klassifizieren, Happiness, Anger oder Sadness beispielsweise. Oder man kann eine numerische Quantifizierung durchführen von positiven oder negativen Inhalten, um einen Score zum Sentiment zu erhalten. Die typischen Ansätze verwenden entweder Machine Learning Verfahren oder Dictionaries, das heißt sogenannte Wörterbücher. In unserem Projekt ist das sogenannte Luke Dictionary zur Anwendung gekommen und hier ist auch der URL zu dem Dictionary eingeblendet. Ein Ziel unseres Projektes war es ja, Twitter-Daten mit Umfragedaten und den Meinungen, die dort geäußert werden, zu verbinden. Aus dem Grund haben wir in 2020 eine Umfrage in Österreich, Deutschland und den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz durchgeführt. Wir haben die Personen gefragt, was sie über verschiedene Corona-Maßnahmen denken. Zum einen eben eine Impfung, zum anderen, ob eine Maske getragen werden soll und zum dritten, ob es auch notwendig wäre, ein Contact Tracing zu machen. Antwortmöglichkeiten waren eben von Stimme zu bis Stimme gar nicht zu. Daneben haben wir die Befragten auch noch gebeten, ihre Social Media Accounts bekannt zu geben. Natürlich haben wir sie davon informiert, dass das Ganze vertraulich behandelt wird und dass keinerlei Informationen publiziert werden, die irgendwelche Rückschlüsse auf Personen zulassen. Hier zeige ich ein kleines Ergebnis. Das ist hier mehr oder weniger die Einstellung gegenüber allen drei Maßnahmen aufsummiert. Was Sie daran sehen, ist zum einen, dass es beim Wert 1 eine relativ große Gruppe gibt. Der Wert 1 heißt in diesem Fall, dass alle Maßnahmen abgelehnt werden. Das heißt also, diese Gruppe dort spricht sich gegen alle drei Maßnahmen aus. Wenn man die jetzt beiseite lässt, dann sieht man, dass die restliche Verteilung einen ziemlich an eine Normalverteilung erinnert. Dass sehr viele Befragte in der Mitte liegen, das heißt also nicht klar dafür, auch nicht klar dagegen sind. Und dass es manche Befragte gibt, die eher dafür sind und manche, die eher dagegen sind. Nun wollen wir auch Ergebnisse der Twitter-Analyse präsentieren, konkret der Sentiment-Analyse der Tweets zu dem Thema Vaccination, Mask Mandates und Contact Tracing. Und wir haben uns hier für jedes Tweet zu diesem Thema das Sentiment angeschaut und plotten hier die Verteilung. Was man schön sieht anhand von diesen Ergebnissen, ist, dass das Thema Vaccination
am polarisiertsten ist im Vergleich zu Mask Mandates und Contact Tracing. Man sieht hier, dass die graue Fläche, die die Streuung abbildet, am größten ist. Gleichzeitig ist der Median der höchste im Vergleich der Plots zueinander. Das heißt, es ist eher eine Zustimmung zu Vaccination erkenntlich im Vergleich zu den anderen beiden Maßnahmen. Des Weiteren zeigen wir hier die Verteilungen, die wir in den Umfragedaten gefunden haben. Was einem gleich einmal auffällt, ist, dass diese grauen Bereiche größer sind und länger sind als bei den Twitter-Daten. Das liegt daran, dass wir natürlich bei den Umfragedaten auch eine Mittelkategorie drinnen hatten, das weder noch. Diese neutrale Einstellung ist in den Twitter-Analysen ja nicht berücksichtigt worden. Daneben zeigt sich aber auch, wenn man die Mittelwerte betrachtet, die sind hier aber nicht dargestellt, dass die Einstellung zu den Maßnahmen im Survey und auf Twitter mehr oder weniger ähnlich sind im Mittel. Das heißt also, dass die Masken am ehesten abgelehnt werden, während Contact Tracing und die Impfung eher gleich bewertet worden sind. Bezüglich der Verlinkung der beiden Datenquellen, der Twitter-Daten und der Survey-Daten, haben wir festgestellt, dass ungefähr 30% der Nutzerinnen mit uns die Account-Informationen geteilt haben für die Forschung. Jetzt konnten wir aber von diesen 30% der Accounts nicht alle für unsere Forschung weiterverwenden, weil einerseits manche Accounts auf privat gesetzt waren, damit nicht zugreifbar waren, andere Accounts wiederum die Namen nicht richtig angegeben hatten und es auch Accounts gegeben hat, die sich gar nicht zu Covid-19-Themen geäußert hatten. Von den Respondenten, von denen wir beides hatten, also die Tweets als auch die Antworten im Survey, haben wir uns dann auf Individualebene angesehen, ob diese beiden Meinungen übereinstimmen. Hier hat unsere qualitative Analyse ergeben, dass die Übereinstimmung sehr groß ist. Ja? Das heißt also, dass auf Twitter und im Survey ähnliche oder fast gleiche Meinungen zum Besten gegeben worden sind. Insofern kann man schon schlussfolgern, dass die Meinungen in diesen beiden Quellen übereinstimmen. Andererseits kann man natürlich von Twitter nicht auf die öffentliche Meinung schließen. Der Grund liegt darin, dass Twitter-Nutzerinnen und Nutzer jünger sind als die allgemeine Bevölkerung und natürlich auch besser gebildet sind. Insofern wäre eine Schlussfolgerung von Twitter-Aussagen auf die öffentliche Meinung nur für eine kleine Gruppe zutreffend. Würde man das bei unseren Daten machen und nur Twitter-Nutzerinnen und Nutzer betrachten, dann wäre das Ergebnis, dass die öffentliche Meinung zu den Covid-Maßnahmen viel positiver ist, als sie es tatsächlich war.